So, zurück sind wir. Wieder in der Apotheke drin. Wir müssen jetzt einen Hinweis darauf suchen, dass der Mann dort draußen der Apotheker ist, der vielleicht den Schlüssel hat. Dass er zumindest angestellt war, ja. Ja. Genau, wir gucken an meinem Geldautomaten nach. Danach geht's ja in Apokalypsen sowieso immer am meisten. Der lässt sich aber auch Zeit mit dem Sterben. Nicht mal das macht er zügig. Das heißt, solange wir die Pillen nicht finden, stirbt er nicht. Das heißt, wir lassen ihn so lange leben. Also ist es gut, wenn wir nicht die Du meinst, Pillen das ist eine suchen. gute Tat, ihm die Pillen zu verweigern. Richtig. Vielleicht gibt es hier irgendwie Employee of a Month Year. Du hattest doch ein paar Fotos schon gesehen am Anfang. Ja? Ja. Ich dachte, das waren einfach nur Bilder, wo man irgendwie anrufen. Da sind doch immer so Zettel, die man abreißen kann. Nee, die meinte ich nicht. Da waren noch andere Bilder. Also auf dem Bett lag ein Bild, aber das konnte ich mir nicht ansehen. Fotos. Ja, da hat man mal wieder eine Marktlücke Das gefunden. wäre der Renner. Ja, vielleicht passt eine Batterie da rein. Vielleicht geht das dann schon. Ja, sehr enthusiastisch. Total. Da fehlt, glaube ich, noch eine, ne? Ja. Eine Batterie. Eine Korktafel. Aber wo war die denn? Ich überlege gerade, wo das war. Ich meine nämlich, man hatte das auf dem Bild gesehen, um das hier ein bisschen zu verkürzen. Was sind das Rote? Was für ein rotes? Fernbedienung oder? Ach so, ich glaube ja. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Die großen Klobigen. Ja, Frauen am Werk. Das Ja, ist so eine steht Doppel. das auch immer auf der Verpackungsanleitung, auf der Verpackung. Sie brauchen die großen Klobigen. Die großen Klobigen. Das sind Doppel-A-Batterien. Nur damit man's weiß. Das ist jetzt immer noch der Geldautomat. Ja, dann. Dann wird das doch im Büro sein. Aber ich dachte, das Foto kommt man nicht ansehen. Und Eigentlich. da waren ja auch nur die Eltern drauf, oder nicht? Ich meine, da war die ganze Familie drauf. Da. Siehst du? Tatsache, ich dachte, da wären nur die Eltern drauf. Oh. Oh je. Find anything? Nur Just a ein picture of whoever was here. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Ja, hast du einen Did you tell Energieriegel? anyone out in New York or that you were tied to this place? So kaufst du dir die Zuneigung von denen, ne? The world has Ja, ended out mit there. Energieriegel. Who cares who I am? If you don't think people will Ich find it easy finde, to für turn on so you, viel that's the kind Interesse of hat shit sie that's sich become einen really Riegel insane. verdient. Whatever. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take Ja, care das of. hast du gut gemacht. Hier hast du einen Look, you might be Energieriegel. wrong on this. I don't
Hey, sie will uns nicht irgendwie verpetzen oder so? Ich traue dir nicht. Sie wird sich merken. Oh Gott. So, wir haben das Foto. Wir können jetzt zurück. Genau. Jetzt kannst du zurückgehen. Und Carly erstmal einen Riegel geben. Du meinst Clementine? Okay. Nein, Carly. Wer ist denn Carly? Die Reporterin. Ach ja, stimmt. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Oh je. Der junge Alzheimer. Du hast es nicht mit Namen. Na, doch, einige kann ich mir merken, aber die habe ich mir nie so wirklich gemerkt. So, wie heißt denn der Techniker draußen? Duck. Richtig. Und einer meiner Lieblingscharaktere in The Walking Dead. Ach, okay. Und wie heißt der Junge von Kenny? Duck. Nein, Ken Junior. Ha! Na gut, dann eben Duck. Ente. Gib ihr einen Riegel. So, wir haben zwei Riegel übrig. Der eine ist für Clementine, der andere für Carly. Nein, nicht für Doug. Nicht für Doug. Ich dachte, das wird der neue Walking Dead-Liebling. Nein, vielleicht doch, aber er hält nicht sein Maul im Gegensatz zu Carly. Here, I'm gonna find it some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? Oh, yeah, she must. Yeah, give it to her. Ich hab doch zwei. Okay. Nein, du setzt dich jetzt in die Ecke und isst die Beine. Thank you. Of course. Du hast dich um Clementine gekümmert und jetzt zur Reporterin. Ich hab mich um die Kleine gekümmert. Ich hab ja gar keinen Energieriegel. Ich hatte ja der einen aus Versehen eingegeben. Die. Ach, aus Versehen war das. Ich hab mich schon gewundert. Ja, das war die ich am Anfang beschimpft habe, merke ich gerade. Die hatte ich beschimpft und dann habe ich ihr einen Energieriegel gegeben. Streitschlichtung. Na, da soll mal einer unter Konditionierten lernen, das verstehen. Vielleicht ist die deshalb besser, auf uns zu sprechen jetzt. I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily, my dad's Lily. Ich finde das immer noch ein bisschen komisch. Wenn man Larry heißt und seine Tochter dann Lily nennt. Das klingt doch schon wie in einem schlechten Sketch. Tja. Lily und Larry. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks. Ich dachte, das hatten wir schon abgehakt. Go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Ja, das schafft sie. Der sieht sehr entspannt aus. I'm gonna get back to him now. Immerhin gibt er gerade Ruhe. Richtig. So, und jetzt ab nach draußen. Genau. Wir wollen ja in der Folge noch was schaffen. Ja, ist ja gut. Ich wollte doch nur nett sein und... Dann müssen wir sicher mit ihm wieder reden. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Sure. Let's have a look around. Okay. Müssen wir... Ja, irgendwie identifizieren. How can you be sure? Ein Foto. Found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we could make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. It wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Bestimmt. You want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Die Combo. Did anyone ever have it? Look, man, the
there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Das heißt, wir müssen jetzt das Schloss knacken. Genau, jetzt musst du gucken, dass er das Schloss irgendwie kaputt kriegt. Oder irgendwie auch mal. Ich war nur Spaß. Das wäre aber schon cool. Bestimmt geht das irgendwann mal. Es ist zwar irgendwie total unsicher damit, aber... So, womit kann man das Schloss aufkriegen? Mit dem bloßen Händen. Ich würde jetzt mal gucken, ob wir irgendwas mit dem Gehstock anfangen können. Stimmt, der Gehstock. Tja, ich habe ein Gedächtnis. Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit an eine Feuerwehraxt gedacht. Mumpitz. Wer braucht das schon? Da hinten steht AIDS. Nicht AIDS, sondern AIDS. Komm, ich will den Stock. The keys are on that zombie out on the street. Ja. Okay, mit dem Stock wird's doch nichts. Der will ihn jedenfalls nicht angucken. Du tust so, als würdest du überlegen, obwohl du die Lösung kennst. Ich lass dich machen. Glaub nicht, dass ich da nicht durchschaue. Rede mit Kali. Ach, Tatsache. Ist ja eine Aufgabe. Och. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Na, ja, dann trifft sie vielleicht schlechter. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about 5 feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. Der Typ hat dich gerettet. You? Dich? Yeah. Let's go. Dank, 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 dank. Ach ja, stimmt. Die wollten ja irgendwo hingehen. Die kommen ja raus. Durch die Gasse. Ich dachte, es geht um den Code für den Zahnschloss. Ja, aber die wollten doch Glenn helfen. Ach so, die kommen ja tatsächlich raus. Warum gehen die denn nicht außen rum und holen sich den Zombie? Weil das zu gefährlich ist. Da machen sie lieber die sichere Tür auf. Richtig. Okay. Survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. You can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine, let's go save Glenn's damsel in distress. Ja, das klingt doch nach einer Aufgabe. Ist das noch eine Kamerafahrt? Das ist eine Kamerafahrt. Ah, gut. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Da. Da sind wir. So
Also ich wurde beim ersten Versuch gleich gebissen. Na, damals. Das wird schön. Ich habe mich aber auch doof angestellt, weil ich nicht wusste, was los war. Und ich habe sicher den totalen Durchblick. Bestimmt. Späh über die Mauer. Was? Nein! Ich meine ja! Lauf! Ich weiß genau, was los ist. Ja, ja. Und wieder zurück! Zurück! Ja, gehen wir zurück. Wir wissen jetzt wenigstens, dass da hinten. Wieder an ihm vorbei. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Denk, denk, down. Na, ich bin mal gespannt, wie du das Ganze machst. Ich nehme mal an, dass es da ja tatsächlich ein oder zwei Möglichkeiten geben wird. Würde mich zumindest nicht interessieren. Würde mich zumindest nicht verwundern, meinte ich. Ja, guck doch rein. Wenn ich das jetzt kaputt mache, dann werden die sicher... Dann hast du einen Eispickel. Oder einen Schraubenzieher, was auch immer das ist. Vielleicht kann ich die Tür einfach... Nee, das heißt, ich würde das Glas zerschlagen. Das zeigt das Zeichen da unten, ja. Ja, aber okay, wir haben eine Pistole. Dann halt nochmal. Nee, will er nicht. Moment. Okay, das geht doch nicht. Schade. Da konnte ich noch nach links gucken. Nee, doch nicht. Achso, du wolltest hinten in den Truck reingucken. Ich dachte, das könnte ich, aber... Naja, du kannst dich immer noch mit dem linken Stick nach vorne lehnen. Oder nach oben einlehnen, meine ich. Nee. Doch, guck. Ach, das machst du die ganze Zeit. Ja. Rechts oder okay. Nach oben, da guckt er immer in das Fenster. Okay. Ich dachte auch, ich könnte da irgendwie hinten auf der Ladefläche noch was sehen oder so. So. Dann können wir hier... Also wir haben uns jetzt einen groben Überblick verschafft. Links und rechts, das heißt... Nach oben können wir noch gucken. Mhm. Das war knapp. Und das hatte ich nämlich am Anfang total, habe ich total verplant. Ich habe das nicht wirklich mitbekommen beim ersten Mal. Wurde dann gleich von einem Zombie gesnackt. Das hast du nicht mitbekommen? Ja. Wenn der ganze Bildschirm rot wird, das kriegst du nicht mit. Das habe ich echt nicht mitbekommen. Manchmal habe ich so einen Tunnelblick. Sehr fragwürdig. Ja, irgendwie müssen wir an den Eispickel kommen. Denn ohne Waffe können wir nach links, können wir nichts ausrichten. Was ist denn hier? War doch ein Meißel, okay. Da, Tür. Guck mal, jetzt kannst du die Tür öffnen. Oder nein. Nicht? Zu viele Rätsel. Dann kann die das aufschießen. Oder auch nicht. Was für ein Gestöhne! Ich stöhne nicht, ich denke nach. Ich kann auch nicht nach unten, obwohl da nach unten steht. Okay. So langsam solltest du
aber mal irgendwie was tun. Hetz mich nicht, ich muss doch was selbst ist denn mit überleben. Dem? Überlegen, nicht überleben. Obwohl das auch. Erstmal mit den beiden reden. Also, ich glaube, du sollst nach Waffen suchen. Ja, meinst du? Also ich meine, vorhin hatte ich den hier angesehen. Das konnte uns aber auch nicht viel weiterhelfen. Okay. Da. Ja, dann. Aber hinlaufen kann man auch nicht. Ach, jetzt geht der wieder zum Truck. Das will ich doch nicht. Ja, dann müssen wir wohl doch erst zu dem Wohnwagen und gucken. Denn aufschießen will sie das Fenster nicht. Aha! Kiffenschlacht! Schalldämpfer. Juhu. Benutze Kissen und Waffe. Ja, aber Kissen und Pistole gleich Schalldämpfung und bäh. Okay, ich hatte andere gedacht. Aber gut. Was hättest du gedacht? Mit zu Tode knuddeln oder was? Schalldämpfer, du hast eine Pistole und ein Kissen. Ja, eben. Normalerweise, also in richtigen Spielen wie Postel, hättest du eine Katze dafür gebraucht. Jetzt hast du sogar ein Kissen. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Aber sie will nicht. Da. Aber sie kann doch einfach das Fenster kaputt schießen. Dann hätten wir eine Waffe. Das sagst du so. Gott. Das Spiel will nicht so, wie du willst, ne? Nein. Okay. Hupen wir. Da ist was. Guck mal da links. Geh weg. Ah. Gang wechseln. Lassen wir mal wegrollen. Ein Zündkerze-Ding. Ich will irgendwie das Fenster kaputt machen. Kannst du. Yay. Kannst du. Ja, ja, egal. Die lassen sich aber auch nicht wirklich beirren, wa? So, now we're cooking. Jetzt kochen wir, ja, ja. Ja, jetzt kochen wir. Aufgepasst, es ist versprochen, ich werde heute für euch kochen.
ding 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 ding. Ich glaube, wir riskieren es mal. Okay. Naja, ich hätte ja auf den Kopf gezielt. Habe ich das nicht? Also, Lee hat es zumindest nicht. Okay. Jetzt musst du den auch noch übernehmen, ja? Hit it! So viele sind ja jetzt nicht mehr. Ja, das ist doch schön. Keine. Nö, die hast du ja gerade erwischt. Ja, dann könnten wir nein, nein, eigentlich nein. Da, das genau, mach das mal. Nur dann. Solange wie du gerade schon ein bisschen. Ach! Ach so! Ich dachte, er will jetzt nur wieder die Tür öffnen. Nee, nee. Meine Feuerwehraxt! Die lachen sich kaputt über. Das wär's. Was meinst du, sollen wir ihn Eispickeln oder Feuerwehraxten? Naja, was ist für dich sicherer? Axten. Spielverderber. Shit Pickle. Dude, where'd you weapon go? Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Ja, seid ihr zwei fertig? Ich glaube, wir sind es auf jeden Fall. Zumindest für diese Folge. Denn wir sind jetzt ausgerüstet und gleich wird weitergemetzelt. Natürlich. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Müsste wieder ungefähr eine halbe Stunde sein. Ja.